Yeah, thank you, Hendrik, for this kind introduction. And uh, thank you uh, for joining this room and participating in my lecture despite the late hour. And I want to apologize for giving this lecture in German. Uh, there are some excuses I could mention. The most credible of them is I think that the issue of narcissistic abuse is actually unexplored in linguistics. And so everything I can tell you today are some first chunks and Significant Ideas I had, but in spite of this, or rather because of this, I consider it important to hear your impressions and to pick up your ideas in an, as I hope, a controversial discussion. Okay, ich möchte meinen Vortrag beginnen um, mit zwei Zitaten. Das erste ist von uh, Manja Kendler, die unter dem Pseudonym die Schutzgärtnerin bloggt. Und sie beginnt einen entsprechenden Blog-Eintrag so... Die Sprache ist das Stil und Manipulationsmittel der Narzissten. Ich habe im Abstract ja schon auf die äh, physische Gewalt verwiesen, von der sich die äh, emotionale Gewalt dadurch unterscheidet, dass sie keine unmittelbar medizinisch diagnostizierbaren körperlichen Schäden hinterlässt, also während also eine Frau, die von ihrem Mann geschlagen wird, das irgendwie äh, klinisch feststellen lassen kann, lässt sich narzisstischer Missbrauch eben nicht ohne weiteres feststellen. Weil er anders, weil er eben durch Sprache funktioniert. Das zweite Zitat, was ich hier zeigen möchte, ist von Perpetua Neo, einer Psychologin, die zahlreiche Narzissmusopfer betreut hat. Und die sagt, ähm, es ist, als würden Sie, also gemeinsam die Narzissten, die gleiche Anleitung befolgen, obwohl niemand Ihnen diese Anleitung gegeben hat. Sie sind fast gleich programmiert. Wir haben es ja also offenbar mit kommunikativen Mustern zu tun, die ein Stück weit abstrahierbar und induzierbar sind. Und das ist mein Anknüpfungspunkt. Ich möchte also diese generalisierbaren Sprach- und Kommunikationsmuster beschreiben und dadurch transparenter machen, sodass aufgrund dieses theoretischen Gewinns narzisstische Manipulation leichter zu erkennen ist. Narzissmus äußert sich empirisch belegt in zwei Phänotypen. Ich will da jetzt nicht sehr intensiv drauf eingehen. Das, was hier unter Grandiosität gefasst ist, ist das, was man prototypisch vielleicht unter ähm, Narzissmus fasst, was auch äh, als narzisstische Persönlichkeitsstörung beschrieben wird. Es gibt aber innerhalb der Verhaltensweisen von Narzissten, ich werde hier übrigens das generische Maskulinum einfach deshalb verwenden, weil es äh, statistisch einfach belegt ist, dass äh, das ein Phänomen ist, von dem im Wesentlichen Männer betroffen sind. Also es gibt ein Spektrum, äh, das sich zwischen dieser Grandiosität, aber auf der anderen Seite auch einer starken Vulnerabilität äh, irgendwie auffächert. Also Narzissten können arrogant oder dominant rüberkommen, aber sie können auch, ohne dass das an sich erstmal ein Widerspruch ist, schüchtern und selbstunsicher vorkommen. Ähm, sie können äh, in zwischenmenschlichen Beziehungen haben sie grundsätzlich sehr große Schwierigkeiten. Äh, sich anzupassen. Das reicht aber auch hin von äh, Ausbeutung in zwischenmenschlichen Beziehungen bis hin zu äh, Vermeidungsverhalten. Auf jeden Fall äh, ist den Narzissten eine mangelnde Empathiefähigkeit zu eigen. Ich sage bewusst eine mangelnde, eine fehlende Empathiefähigkeit definitiv nicht, weil sonst würden sie dieses Bewusstsein, dass sie ähm, für die Manipulation brauchen. So nicht haben. Ich will jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Ich will auch keine Definition von Narzissmus geben. Das hat mehrere Gründe. Also, zum einen besteht eine große Uneinigkeit über die richtige Definition des Begriffs auch innerhalb der Psychologie. Ähm, zum anderen, äh, und auch um mich dem gewissermaßen zu entziehen, verwende ich den Begriff nicht in seiner nominalisierten Form, sondern lediglich adjektivisch, also als narzisstisch. Und der Begriff soll an sich nicht näher erörtert werden, ähm, das soll Aufgabe der Psychologie bleiben, sondern lediglich eine Attribuierung darstellen. Ich ziehe den Begriff dennoch ähm, gegenüber emotionale Manipulation vor, um die Disposition des Täters. Ähm, deutlich werden zu lassen. Die Frage der Kollusion, die sich hier äh, aus psychologischer Sichtweise stellt, nimmt jetzt bei mir erstmal bewusst äh, lediglich die Stellung sozusagen der Hintergrundvariable ein, obgleich Reziprozität und Multidirektionalität natürlich unter Berücksichtigung aktueller Kommunikationsmodelle natürlich keineswegs äh, vernachlässigt werden dürfen. Der Fokus soll jedoch, wie gesagt, auf dem Determinant um Manipulation liegen, äh, zumal dieser Begriff kommunikationswissenschaftlich operationalisierbar ist. Da sage ich gleich noch was dazu. Vorher möchte ich noch was anderes anführen, nämlich dass ich mich, und das ist auch der dritte Grund, weshalb ich mich einer allgemeinen Definition versage, auf eine konkrete Domäne, in der sich Narzissmus äußert, konzentrieren möchte, nämlich die der romantischen Beziehung. Ähm, wichtig in der, ist in der Definition hier von Berscheid, dass eine romantische Beziehung ähm, lediglich ähm, das Potenzial, für ja, strong positive sentiment and sexual attraction bietet, obwohl diese Gefühle nicht ähm, gegenwärtig sein müssen. Und damit ist auch der Bezugsrahmen gesetzt. Romantische Beziehung beschreibt äh, eher eine normativ besetzte interpersonelle Konstellation als ein emotional, affirmativ, indisponibel festgelegtes Liebesverhältnis. Ähm, damit, äh, und das ist jetzt wichtig, wird der äh, Blick bei der Beschreibung dieser Konstellation weg von der Frage der Gefühle hin auf ihre soziale Wirklichkeit bzw. auf das Verhältnis von Normativität und sozialer Wirklichkeit gelenkt. Denn, und das ist das äh, bekannte fünfte Meter äh, kommunikative Aktion von Watzlawick et Ali, zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär. Je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit und Ungleichheit oder Ungleichheit beruht. Und nun ist es so: Die Symmetrie innerhalb einer romantischen Beziehung ist die soziale Norm, aber das, wie sich diese äh, kommunikativen Abläufe darin gestalten, steht dazu im Widerspruch. Wir haben es ja also mit asymmetrischer äh, Kommunikation zu tun. Jetzt zur Frage der narzisstischen Manipulation. Ähm, dafür sind zwei Dinge wichtig, die hier in diesem längeren Zitat von Sachse ähm, zur Geltung kommen. Das eine ist, ähm, Narzissten müssen ähm, äh, sozusagen eine Motivation dazu haben und eine Intention haben andere zu manipulieren, also ähm, andere Menschen sozusagen auszubeuten und diese vorzeigbaren Effekte, die er hier beschreibt, ähm, für sich äh, zu generieren. Und neben dieser Intention braucht es noch eine äh, sozusagen Überwindung der sozialen Norm, dass man eben so etwas nicht tut vor sich selbst. Und dafür sind Menschen mit äh, narzisstischer Persönlichkeitsstörung natürlich äh, prädisponiert, äh, prädestiniert. Ganz einfach, ähm, weil sie die Überzeugung haben, was Besonderes zu sein und Sonderrechte genießen zu können. Und dadurch haben sie diese Überzeugung, dass sie auch legitimiert sind, andere Personen für ihre Zwecke einsetzen zu dürfen. Ähm, Christine Merzeder, deren Bücher ich sehr empfehle, hat äh, davon gesprochen, dass Narzissten sich dazu einer Vielzahl an ähm, manipulativen Methoden und Kommunikationsformen bedienen und es ist immer eine Art äh, Mimikrie, die dadurch betrieben wird. Also eine emotionale Verbundenheit wird ähm, vorgetäuscht, äh, die aber durch Liebesentzug oder durch plötzliche Stimmungsschwankungen auch wieder ähm, in eine Distanz umschwingen kann. Und am Ende kommt es immer darauf an, gegenüber anderen Menschen Macht auszuüben und Vorteile und vor allem narzisstische Zufuhr. So ist der Fachbegriff dafür ähm, zu erlangen. Und dafür äh, spricht sie auch von bestimmten Kommunikationsstrategien, mh, die, und das geht hier schon ein bisschen draus hervor, durchaus andere Menschen krank machen können. Ja. Ähm, wie lässt sich also äh, diese narzisstische Manipulation jetzt kommunikations- oder sprachwissenschaftlich operationalisieren? Das hier ist ein ja, ganz grundlegendes Modell aus der Kommunikationswissenschaft, das sogenannte Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun, der sagt, eine Botschaft oder eine Nachricht hat vier Seiten und der Rezipient oder die Rezipientin hat auch vier Uhren, mit der sie diese Nachricht wahrnimmt. Also Sachinhalt, Selbstkundgabe, Beziehungshinweis und vor allem die Seite des Appells. Und äh, das ist die, auf die, auf, ähm, auf die es mir hier ankommt. Mm. Appell heißt, also Nachrichten haben immer die Funktion, Einfluss auf die Empfängerin zu nehmen. Und äh, Schulz von Thun untergliedert Appelle einerseits also in offene Appelle. Das sind also erstmal ganz normale Äußerungen wie Komm her, wo die Absicht relativ ähm, offen liegt. Auch offene Appelle können schon manipulativ eingesetzt werden, nämlich wenn es eine sogenannte korrelierte Botschaft ähm, gibt, also beispielsweise ein versäumtes Tadel, also äh, wenn man nicht sagt, kannst du den Aufwasch machen, sondern kannst du endlich mal den Aufwasch machen, ähm, der dann auch vor allem auf die Beziehungsebene zurückwirkt. Dann gibt es äh, eben diesen Bereich von verdeckten Appellen, also heimliche Appelle, die der Manipulation dienen. Dabei stellt also der Manipulator die drei anderen Seiten der Nachricht in den Dienst dieser Appellwirkung. Ähm, ein Beispiel, äh, ein ganz triviales Beispiel, der Mann will morgens zur Arbeit und äh, seine Erwartung, dass äh, sein Hemd also von seiner Frau gebügelt ist, wird nicht erfolgt. Und die Reaktion von ihm lautet, toll, jetzt erscheine ich unordentlich gekleidet auf der Arbeit. Damit wird sozusagen verdeckt, der Vorwurf an die Frau gemacht, dass sie sein Hemd nicht gebügelt hat. Ein bisschen, ähm, das ist es ein, ein sehr triviales Beispiel. Ähm, die Realität zeigt aus meiner Sicht, dass es nicht so trivial ist. Ähm, denn es wird wirklich funktional eingesetzt. Zum Beispiel nach einem Streit, den der Narzisst ausgelöst hat, ähm, kommt er auf sein Opfer zu und sagt: Es tut mir leid, ich sehe ein, dass ich falsch reagiert habe. Und die Funktion davon ist halt, dass ein emotionales Klima erzeugt wird von Versöhnung, das verhindert, dass das Opfer diesen Streitgegenstand weiter thematisiert. Schulz von Thun schlägt ähm, deshalb eine sogenannte finale Blickrichtung vor, um verdeckte Appelle zu erkennen, wo also nicht nach den möglichen Ursachen eines Verhaltens gefragt wird, sondern danach, welches Ziel oder welchem Ziel dieses Verhalten dienlich ist. Ähm, verdeckte Appelle sind. Ähm, Dafür einfach von Vorteil, weil sie häufig erfolgreicher sind, ähm, wegen dieser emotionalen Stimmung, die da evoziert wird, und weil der Sender auch nicht die Verantwortung übernehmen muss, sondern notfalls eben dementieren kann. Dann gibt es auch noch die paradoxen Appelle, zu denen komme ich nachher noch, und mit beiden ähm, Kategorien versucht der Manipulator, die eigenen Absichten zu verwischen. Wie können sich solche interaktionellen Ziele? Ähm, nun darstellen. Und da greife ich jetzt mal auf äh, eine Ausarbeitung äh, von Sachse zurück, ähm, der gesagt hat, es gibt eine ganze Reihe an interaktionellen Zielen, in die Narzissten ihre Opfer einspannen können. Es gibt also sowas wie Aufgaben. Ähm, ich führe jetzt immer ein paar Beispiele an, die er da nennt. Also halte mir den Rücken frei oder... Äh, Ermögliche mir Ruhe und Erholung. Es gibt sogenannte Images, die der Narzisst sozusagen als Selbstbeschreibung positioniert. Ich bin so belastet, ich arbeite so hart und so weiter. Dann gibt es bei ihm auch den Begriff des Appells, wobei man das terminologisch natürlich unterscheiden muss von dem äh, kommunikationswissenschaftlichen Appell an sich. Ähm, ein Appell äh, bei ihm ist äh, so etwas wie: Ich muss unbedingt entlastet werden oder ich brauche Unterstützung. Das funktioniert über Symptome ähnlich, nur dass dort halt Wert gelegt wird auf die Benennung, ja, ich bin erledigt oder ich habe Magenschmerzen und damit sozusagen ein indirekter Appell geäußert wird. Und das Fünfte, was er anführt, ist das sogenannte Blödspiel. Ja, das ist vielleicht im Vergleich zu den anderen ein bisschen peripher, aber es ist durchaus nützlich, um eine andere Person auszunutzen, indem man halt sagt, ich weiß nicht, wie man dieses oder jenes macht, mach du das bitte für mich. Wichtig ist, wie das habe ich schon angesprochen, dass Narzissten gar nicht den Eindruck haben, zu manipulieren, sondern sie sind der Auffassung, dass die Aktivitäten der Partnerin ihnen selbstverständlich äh, zustehen. Und das kann sich halt steigern, bis hin zu der Überzeugung, dass die Partnerin nicht nur zu ihm gehört, sondern dass sie ihm gehört, dass er über sie als Teil seiner Domäne verfügen kann. Und sie wird dann halt nicht mehr als eigenständige Person äh, angesehen, sondern als Teil eines Selbst. Es kommt also zur Verschmelzung und dann. Äußert sich Narzissmus besonders pathologisch und destruktiv? Und der Narzisst geht über Leichen, lässt in seiner Grandiosität jedes Mitgefühl vermissen, ähm, lügt und verachtet sein Opfer und zeigt sich besessen von der Macht und Kontrolle, die er in der Beziehung halt kommunikativ auszuüben Sinn hat. Ich möchte diese jetzt aus der Psychologie stammende ähm, Klassifikation jetzt mal auf ein Beispiel anwenden. An der Stelle vielleicht kurz was zur Frage, wie man Daten gewinnen kann. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe keine befriedigende Antwort dafür. Also, wie kann man Daten, Sprachdaten narzisstischer Kommunikation gewinnen? Eine offene Beobachtung in situ kommt grundsätzlich nicht in Frage, weil schon allein, weil der Narzisst in nicht intimen Situationen dieses ähm, perverse Verhalten ist das ist ein Ausdruck, der auch in der Psychologie lizenziert ist ähm, nicht zeigen wird. Ja, da sind noch keine Fragen der Forschungsethik aufgeworfen. Möglich sind Korpera, die sich aus fernschriftlicher Kommunikation speisen. Da bin ich hier sehr dankbar. Ähm, derjenigen, die mir natürlich unter ähm, Vergewisserung von Anonymisierung diese äh, Kurznachricht weitergeleitet hat, ähm, die ihr eben von äh, äh, die ihr eben geschickt wurde. Ähm, ja, da müsste aber auch immer das Opfer bereit sein, der Forscherin Einblick in solchen intimsten Schriftverkehr zu geben. Und damit stünde auch lediglich die an ein bestimmtes Medium gebundene Kommunikation zur Verfügung. Am ehesten wird man auf metasprachliche Äußerungen, sinngemäße paraphrasierende Zitate und Situationsbeschreibungen zurückgreifen können, halt mit allen methodischen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt und die ich jetzt auch nicht alle auszuführen brauche. Die in vielen Fällen aber einfach dem zeitlichen Abstand geschuldet sind, da das Opfer häufig erst dann bereit ist, über seine Erfahrungen zu sprechen, nachdem es die Manipulation erkannt hat oder es zur Trennung gekommen ist. Ich will das also nur mal an diesem Beispiel zeigen, dass man, diese, dass man zumindest vier dieser Kategorien, die Sachser da benannt hat, hier relativ gut textfunktional wiederfinden kann. Und das ist nur als exemplarisch mal ein Transfer von solchen Kategorien aus der Psychologie hin in die Kommunikations- und Sprachwissenschaft. Ich will das jetzt nur mal zeigen, ohne das weiter zu kommentieren, allein deshalb, weil die Zeit drängt. Ein anderes Beispiel, mit dem ich ein Stück weitergehen will, von der Ebene der einzelnen kommunikativen Äußerung hinaus über oder hin zur Ebene des Kontextes ist äh, hier also, dass einer Beziehung zwischen äh, Lorenz und Ela. Mh, dieser Lorenz hat, und das ist ein, re also ein reales Beispiel, das in einer SWR-Sendung äh, thematisiert wurde, hat sich, hat also ähm, gesagt, dass er ja eine andere Frau ähm, eine Beziehung zu einer, zu einer anderen Frau ausprobieren möchte und äh, hat damit sein Opfer getroffen und äh, äh, das Opfer, also diese Ela, war im ersten Moment sehr betroffen, hat sich aber dann drei Tage später wieder gefangen und hat in ihr Tagebuch geschrieben, dass sie sich jetzt wieder auf ihre Tochter konzentrieren kann und gedacht, dass sie also jetzt ähm, über diese Beziehung hinauskommt. Und dann ähm, kam, also eine, kam es zu diesem SMS-Kontakt, ähm, wo ähm, Lorenz fragt, wie es ihr geht und sie dann offen sagt, dass es ihr schlecht geht. Und er kommt dann zurück. Also er erkennt sozusagen den Moment, wo Ela ähm, sich von ihm lösen könnte und schlägt dann, wie gesagt, oder schlägt dann, ja, schlägt dann zu und versucht in dem Moment äh, sein Opfer nicht von sich ähm, lösen zu lassen. Das ist natürlich ähm, eine Äußerung, die rein auf der inhaltlichen Ebene überhaupt nicht mehr als narzisstisch zu verstehen ist, sondern sie ist nur zu verstehen, ähm, wenn man narzisstische Kommunikation ähm, sozusagen über verschiedene Kommunikationsmodelle und über den Kontext ähm, beschreibt. Wir haben also, können also hier sozusagen im Kleinen das sehen, was ich mal als narzisstisch-manipulative Spirale bezeichnen möchte, nämlich ähm, auf der einen Seite diese ständigen Demütigungen, Abwertungen und Lügen, und auf der anderen Seite dann wieder Liebesschwüre und scheinbare Reue. Nur dass halt ähm, die Demütigungen immer mehr steigen und die Liebesschwüre immer mehr abnehmen. Und für diese beiden Bereiche gibt es unterschiedliche sozusagen kommunikative Verfahren, derer sich äh, Narzissten bedienen. Zu den Doppelbotschaften sage ich gleich was. Ähm, Gaslighting ist. Äh, ein ganz, ganz perfides Verfahren. Wenn wen das interessiert, einfach googeln mal. Ähm, das andere, um sozusagen die andere Person wieder an sich ranzuholen, ist das sogenannte Love-Bombing oder das Hoovering, benannt nach dem Staubsauger. Das haben wir hier also in dem Beispiel gerade gesehen, wo man sich in dem Moment, wo das Opfer sich von einem lösen könnte, wieder sozusagen äh, annähert. Ziel ist es, immer emotionale Abhängigkeit herzustellen. Wir haben jetzt über äh, diese verdeckten Appelle gesprochen und ich habe gesagt, es gibt auch noch so etwas wie äh, äh, paradoxe Appelle. Und das ist das, was Watzlawick als äh, pragmatische Paradoxien oder überhaupt erstmal als Paradoxien bezeichnet. Also Widersprüche, die sich durch eine Deduktion aus zwei an sich widerspruchsfreien Prämissen ergibt. Und äh, dieser, äh, dieser Versuch der Deduktion geht natürlich nicht auf. Und äh, Watzlawick spricht auch schon davon, ähm, dass äh, solche kommunikativen äh, Inkompatibilitäten zu Krankheiten führen können. Ähm, diese paradoxen Äußerungen ähm, bestehen aus zwei Teilen, nämlich aus der ausdrücklichen Botschaft, also sozusagen dem, was an der Oberfläche liegt, und dem Hintergedanken, deren Existenz der Aggressor, also der Narzisst, aber abstreitet. Konkret ähm, die, äh, die pragmatischen Paradoxien, ähm, das ist äh, sozusagen die dritte von drei Kategor Kategorien, die Watzlawick et al. da aufmachen, das sind eben die, die in zwischenmenschlichen Situationen auftreten, die Verhalten beeinflussen und äh, in unserem Fall haben wir es hier mit sogenannten Paradoxen Handlungsaufforderungen zu tun. Ähm, an der Stelle möchte ich also nochmal auf dieses Kommunikationsquadrat äh, Schulz von Thun zurückkommen. Ähm, und mal ein einfaches Beispiel bringen. Wir nehmen mal diesen Knaben hier, der also nicht besonders erfreut guckt, ähm, der aber gleichzeitig sagt, ähm, es ist alles in Ordnung. Das ist eigentlich immer das Beispiel, was da gebracht wird. Und die Frage ist jetzt, wie soll das interpretiert werden? Ähm, auf der verbalen Ebene oder auf der expliziten Ebene ist die Botschaft, lass mich in Ruhe. Auf der ähm, impliziten oder nonverbalen Ebene... Ist die Botschaft, kümmere dich um mich. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie verhalten sich diese beiden Nachrichten zueinander? Auf jeden Fall herrscht dazwischen, wie gesagt, eine Art von Inkongruenz. Das ist jetzt nur ein ganz triviales Beispiel. Wichtig ist, dass inkongruente Nachrichten diese beschriebenen paradoxen Handlungserforderungen implizieren. Und eine Doppelbindung bewirken, also wir reden hier von sogenannten Doppelbotschaften, äh, mit denen das Opfer in der Regel nicht umgehen kann und die es zunehmend verrückt und krank machen. Ähm, die eigene Verwirrung, Gutgläubigkeit, das bindevertrauen Vertrauen machen es also umso schwerer, diese Doppelbotschaften als solche zu erkennen. Ähm, und das ist jetzt wichtig, äh, vor allem um das kommunikationswissenschaftlich zu interpretieren, diesen, äh, das Verhalten des Narzissten an sich zu hinterfragen, würde eine sehr hohe metakommunikative Ebene erfordern, auf der also über die Kommunikation nachgedacht wird, die in der Reflexion des Opfers sehr wahrscheinlich nicht erreicht wird. Also die Russellsche Metaebene zweiter Ordnung ähm, ist dafür definitiv nicht hinreichend. Die Auflösung müsste auf einer deutlich höheren logischen Ebene liegen und wahrscheinlicher ist, dass das Opfer auf einem metakommunikativen Niveau stehen bleibt und stagniert, auf dem es seine eigenen äh, Anliegen und Bedürfnisse und Wahrnehmungen hinterfragt. Also sich etwa fragt, ob man selber nicht zu empfindlich oder zu anspruchsvoll ist. Ähm, dadurch gerät man unter Druck, will umso mehr nichts falsch machen und dadurch verfestigt sich auch ähm, die kommunikativ hergestellte Asymmetrie der Beziehungswirklichkeit, also das, was wir, was ich vorhin äh, mit dem fünften, mit der kommunikativen Axiom gezeigt habe. Ähm, man hat also im Grunde Angst vor dem Narzissen bzw. vor weiteren widersprüchlichen Botschaften ähm, und äh, fürchtet seine Bestrafung dafür, dass man. Ähm, nicht in der Lage ist, diese, diese Botschaften aufzulösen. Also ich kenne Fälle, ähm, wo schon diese antizipative Angst vor zukünftiger Kommunikation sich zu einer Art Phobophobie pathologisiert hat. Das Opfer ist also darauf konditioniert, sich selber immer mehr als das Problem zu sehen, ähm, hat immer mehr Angst vor einer möglichen Trennung ähm, durch den Narzissten, einfach weil es seine Botschaften eben nicht versteht ähm, und äh, es ist der sozusagen Auffassung, dass es nur noch durch eine immer stärkere Bereitschaft zur Selbstaufgabe ähm, und Auslieferung diese Trennung abwenden können, kann. Und es kommt also mit hin zu einer, zu einer völlig irrationalen Denkweise, dass man nur durch ein Mehr an Selbstverleugnung die Widersprüchlichkeit auflösen kann oder auflösen muss, ähm, weil sie ja scheinbar an einem selbst liegt. Und ähm, der Narzisst gewinnt auf diese Weise an Kontrolle und Macht über sein Opfer. Ich möchte jetzt hier ein paar Beispiele zeigen, die ich ja aus der Literatur entnommen habe oder auch wieder aus Erfahrungsaustauschen. Ich will jetzt nicht von Interviews sprechen, weil die in keiner Weise standardisiert waren, mit Narzissmusopfern, wo sich die explizite Ebene und die implizite Ebene eben widersprechen. Also solche Doppelbotschaften. Ähm, die implizite Ebene wichtig muss nicht immer ähm, nonverbal sein, sie kann auch, ich habe das sekundärverbal ähm, sein oder performativ, ähm, das ist also nicht so festgelegt. Ähm, ich greife jetzt hier nur mal aufgrund der Zeit zwei Sachen raus. Ähm, der, das zweite Beispiel, ich habe kein Problem, wenn du dich mit der Person X triffst, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ähm, findet, das kann zeitlich verzögert sein, natürlich ein bestimmtes Bestrafungsverhalten statt, wenn äh, der Narzisst doch rauskriegt, dass äh, oder man dem Narzissten sagt, dass man sich mit dieser Person getroffen hat, ähm, der Narzisst ist beleidigt, etc. Ähm, dann das Beispiel darunter, mh, das sogenannte Future Faking, also man verspricht ähm, seinem Opfer be beispielsweise auf die Frage, ob man mit ihm zusammenziehen möchte, ja, man möchte das tun, ähm, aber man bekräftigt das nie und irgendwann nach einer gewissen Zeit lehnt man das ab. Und das Opfer hinterfragt dann natürlich, ähm, was habe ich selber da falsch gemacht jetzt. Oder vielleicht äh, jetzt noch zu, doch noch ein drittes Beispiel, weil ich das auch verdammt wichtig finde. Dieser, dieser letzte Satz: Ich bin das Problem. Ähm, das ist das, was ich ähm, nach Manja Kendler ähm, Verba Diaboli nennen möchte. Also ähm, der Narzisst sozusagen. Ähm, ja, trifft eine negative Selbstaussage, die ja ähm, das Opfer natürlich auf einer rein oberflächlichen Ebene erstmal von ihm wegbringen müsste, was es aber ganz offensichtlich nicht tut, sozusagen äh, das Opfer ähm, erhält, erhält die Beziehung weiterhin aufrecht und äh, dadurch ähm, hat der Narzisst natürlich einen unglaublichen, ähm, eine unglaublich narzisstische Zufuhr gewonnen und äh, ja, hat also sozusagen ähm, auf einer kommunikativen Ebene was transportiert, was, ähm, was überhaupt nicht äh, mit dem ähm, zu tun hat, ähm, was ja die die Konsequenz daraus ist, also ähm, wenn man das jetzt ähm, Sprechakt theoretisch auffächert, äh, werden die Gelingensbedingungen da verletzt. Also zu sagen, ich bin das Problem oder eben auch das, das Beispiel, ähm, ich trenne mich darüber. Ähm, das ist also ein kommissiver oder ein, ja, ein deklarativer Sprechakt, aber die Perlokution bleibt halt aus. Und das ist, ähm, ich glaube hier könnte man auch ähm, noch diese Double-Bind-Theory weiter ausweiten. Das ist halt äh, eine Möglichkeit, um extreme Verwirrung ähm, bei seinem Opfer zu sprechen. Also, das sind Beispiele, alles für das, was Rosenberg lebensentfremdende Kommunikation oder auch Wolfssprache nennt und die sich dadurch halt kennzeichnet, dass nicht auf Augenhöhe kommuniziert wird, sondern dass dem anderen Menschen immer wieder ähm, Schuld auferlegt wird. Ähm, ich habe das jetzt hier nochmal äh, ganz äh, schlaglichtartig in so einer Art, ähm, ja, Zirkel aufgefächert. Ähm, wie funktioniert dieses Double Bind? Wir brauchen also eine intensive Beziehung, ähm, wo es für äh, wichtig erachtet wird, dass man Botschaften richtig interpretiert, um auch entsprechend darauf reagieren zu können. Ähm, diese, bei diesen Botschaften selbst ist es aber so, dass die verbale, durch die nonverbale Mitteilung aufgehoben wird und ähm, der Sinn der Botschaft ist damit eigentlich nicht wirklich... Entscheidbar. Gleichzeitig gibt es so eine Art Metakommunikationsverbot, also das Verbot ähm, oder ähm, ja, ähm, das Tabu über ähm, diese unklaren Botschaften zu reden, mh, weil, ja, wenn man es anspricht als Opfer, wird man als ungehorsam ähm, bezeichnet, also man, man wird, oder es wird halt dieses Defizit betont, warum machst du das jetzt? Man geht also sozusagen auf einer inhaltlichen Ebene gar nicht darauf ein und das wird das Opfer fürchten und deshalb, ähm, hin, deshalb ähm, ja, äh, redet man nicht mehr über diese äh, unklare Kommunikation. Wichtig ist auch die Unmöglichkeit der Situation zu entfliehen, eben aufgrund dieser Abhängigkeit, die erzeugt wird, die durch diesen Kreislauf verstärkt wird und ähm, die sozusagen Ursache und Wirkung immer und immer wieder ist. Und eigentlich ist dieses, diese Abhängigkeit ähm, bei solchen Äußerungen wie sei nicht so abhängig oder sei eine gleichwertige Partnerin, ähm, das ist eigentlich die krasseste Doppelbotschaft, die man überhaupt ähm, ja, von sich geben kann, weil ja gerade aus einer inkongruenten oder asymmetrischen Beziehung ähm, man auffordert, dass die Frau. Ähm, eben eine symmetrische Beziehung führt und das geht natürlich ähm, überhaupt nicht auf ja ähm, was lässt sich abschließend sagen ich habe jetzt natürlich ähm, bin auf viele Sachen nicht eingegangen also zum Beispiel ähm, die Darstellung narzisstischer Kommunikation als Verletzung der griechischen Konversationsmaximen ähm, der Qualität und der Modalität ähm, die ich noch im Abstract drin hatte die also wo ich einfach sage, die, die Einhaltung der Kommunikationsmaxim bleibt auf der Oberfläche erhalten, spiegelt aber wie gesagt nicht die wahren kommunikativen Machtverhältnisse wider. Ähm, das konnte ich also nicht thematisieren oder habe ich jetzt rausgenommen. Auch äh, sprachliche Mittel, Mittel der Selbstverbergung, also Mannsätze oder Du-Botschaften, die eine ganz wichtige Rolle spielen, ähm, habe ich jetzt rausgenommen, aber wir können da vielleicht noch nachher drauf eingehen. Ähm, ja, Christine Merzeder hat geschrieben: Jeder Mensch kann manipuliert werden wenn er die manipulativen, die narzisstischen Taktiken nicht kennt. Und daher, um sozusagen auf meinen Vortragstitel wieder zu sprechen zu kommen, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass diese sprachlich-kommunikativen Taktiken äh, narzisstischer Manipulationen aufgedeckt werden. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich eine Aufgabe der Linguistik. Und damit bedanke ich mich jetzt für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass trotz der vorgerückten Zeit doch irgendwie noch eine Diskussion sich ähm, entfachen wird. Vielen Dank für diesen mega Vortrag. Also ich bin auch sehr interessiert an das jetzt auch nochmal so jetzt aufbereitet zu sehen, fand ich sehr, sehr spannend. Es gibt auch schon einige Kommentare, die Leute haben dir sehr gerne gefolgt. Da wurde doch schon geklopft. <laughs> danke, Danke. Äh, <laughs> Ich habe auch schon eine Frage entdeckt. Ähm, die Kommentare kannst du dir ja gleich äh, gerne durchlesen. Ich Kann man leicht unterscheiden, ob jemand in der Redeweise wahre narzisstische Anzeichen zeigt oder ob man es da einfach nur mit Ironie zu tun hat? Also, Ironie ist ein ganz häufiges äh, Stilmittel ähm, von Narzissten. Ähm, vor allem weil vor allem immer an der, immer an der, immer an der Grenze. Also ähm, äh, man sagt immer, man äußert immer Botschaften, die an der Grenze jetzt äh, zur Ironie sind, wo das Opfer nicht weiß, ähm, ist das jetzt noch ironisch oder ist das jetzt schon ähm, sozusagen ein Angriff? Also ähm, auch ein Beispiel, äh, ein, äh, eine, eine Betroffene. Die also ihren Freund auf eine Veranstaltung begleiten wollte, die hat von ihrem Freund gesagt bekommen: Ja, machst du das jetzt eigentlich, interessiert dich das Thema wirklich oder willst du nur im Mittelpunkt stehen? Es ist total schwierig ähm, zu interpretieren, ist das jetzt ein ironisches, ist das einfach ein Necken was Ironisches oder ist das schon ein Angriff? Ähm, ich glaube, äh, das, das ist der Punkt, ähm, diese Uneindeutigkeit von Ironie. Ähm, macht das Ganze ähm, potenziell narzisstisch. Also jetzt einfach zu sagen, ähm, äh, wenn, jetzt, wenn jetzt irgendwie jemand aus Versehen die Milch umgekippt hat und zu sagen, ja toll, das, das, das muss nicht unbedingt narzisstisch sein. Ähm, wichtig ist, wenn, wenn ähm, der Punkt ist, ähm, dass der Unterschied zwischen Ironie und Angriff äh, sich in der Äußerung verschleiert. Und hier ist noch eine Frage, die ohne Fragezeichen gestellt wurde. Aber Ronny, was zählt noch als, äh, was zählt noch als nur Arschig und was als krankhaft? Als, was war das erste? Was zählt noch als nur Arschig und was als krankhaft? Also wo ist die Grenze zwischen einfach nur Arschig sein und? Ach so, krankhaft? ja ich habe <laughs> ja, hab, ja, hab, ja, hab das. ich habe das, das äh, Adjektiv irgendwie im Englischen zu, äh, zu verordnen versucht. Okay. Ähm, ja, ähm, das, ist, das ist eine ganz schwierige Frage. Und äh, die will ich mir auch eigentlich nicht ohne weiteres Anmaßen zu beantworten, weil ähm, das doch primär, wo, wo das pathologische ist, ähm, primär Aufgabe doch der, der Psychologin ist. Ähm, was ich machen möchte, ist bestimmte kommunikative Muster zu beschreiben. Ähm, und äh, da ist es, glaube ich, vor allem die Frage der, der Quantität. Also, wenn einer mal schlechte Laune hat ähm, und äh, seiner Freundin oder einem anderen, ähm, Interaktion, einer anderen Interaktionspartnerin so eine ähm, Äußerung, vielleicht so eine ironische Äußerung ähm, vor den Latz knallt ähm, oder halt mit einer Doppelbotschaft arbeitet. Also, wir arbeiten alle mit Doppelbotschaften, klar. Ähm, und wir sind im Übrigen auch alle narzisstisch aber halt auf gesunde Art und Weise narzisstisch. Das ist eine Unterscheidung, die da relativ prominent gemacht wird. Wer sich da mal reinlesen will, Kohut, -Kern -Ker -Kohut Kernberg Debatte, die sprechen beide davon, dass es auch einen gesunden Narzissmus gibt, der schon im Selbsterhaltungstrieb eigentlich liegt. Es ähm, ist halt nur die Frage, wie, inwiefern der sich jetzt ähm, abgrenzt vom pathologischen Narzissmus und wo die Grenze ist. Ähm, aber wie gesagt, Kreib, da komme ich jetzt schon wieder zu stark auf die Psychologie mh, zu sprechen. Ich glaube, ähm, es liegt in der im Systematischen und in der Wiederholung. Also jemand, der einmal eine Doppelbotschaft sendet, ist nicht narzisstisch. Aber wenn diese Doppelbotschaften sich verstetigen, wenn dieser dieser ähm, ja verdeckten und paradoxen Appelle und Botschaften sich verstetigen und sozusagen zur kommunikativen Gewohnheit wird. Ähm, äh, das ist gerade im, im, im Verhältnis auch, was ich jetzt hier nicht betrachte, zwischen narzisstischen Eltern und Kindern ähm, ein, ein Thema, wo also sozusagen die Kinder dann immer mit solchen ähm, äh, widersprüchlichen Botschaften konfrontiert sind, wo man gar nicht mehr sagt, wo, wo das Kind gar nicht mehr an... Mit einer normalen Kommunikation, mit einer eindeutigen Kommunikation ähm, sozialisiert wird. Ähm, das ist wirklich der Punkt, wo es systematisch wird, wo es dann halt wirklich ähm, ja, zu Krankheiten werden kann, oder, oder, krankhaft, oder zu, zu, zur Krankheit beim Opfer führen kann. Also Schizophrenie ist das, was häufig genannt wird. Ähm, äh, aber also gerade als Folge von vom Double Bind, aber ich glaube, da kann man auch sehr viel anderes drunter erzählen. Borderline, verschiedene Angststörungen etc. Ja, es hagelt hier Komplimente, aber weitere Fragen kann ich noch nicht entdecken. Aber Marvin tippt gerade und da war da, Marina tippt auch und das sind potenzielle Fragen. Aber in der Zwischenzeit, ihr die, äh, die Fragen gestellt, sind, lese ich mal das Lob vor: äh, Klopf, Klopf, Klopf. Vielen Dank, das war unglaublich interessant und ein richtig guter Vortrag generell. Applaus. Danke. Vielen Dank für den interessanten Einblick. Jo, super spannend. Sehr kompetenter Vortrag, danke. Danke schön. Okay, da haben wir auch schon mindestens eine Frage. Von Marina. Wo bekommst du die Nachrichten der Opfer her? Rein aus persönlichem Kontakt bisher, beziehungsweise ähm, ich habe ähm, dadurch, dass ich einmal auf Facebook äh, eine Frage in meinem Freundeskreis gestellt habe, ähm, wer ähm, von Narzissmus betroffen ist oder wer Leute kennt. Ähm, hab, dadurch habe ich ein paar Kontakte, ähm, die sehr, auch sehr produktiv äh, und, und sehr, sehr ähm, ja, mich sehr vorangebracht haben, ähm, gewonnen. Also ich habe äh, äh, bin durch einen Fall in meinem Umfeld drauf gestoßen und äh, habe dann halt äh, äh, habe dann halt wirklich Leute konkret darauf angesprochen ähm, oder habe hab Leuten nachgefragt, bei Leuten nachgefragt, ähm, die davon betroffen gewesen oder die, die potenziell davon betroffen gewesen sind oder die das dann, als ich ihnen gesagt habe, dass ich mich gerade mit dem Thema beschäftige, dann gesagt haben, ja, das kenne ich von mir selbst oder das kenne ich von, von, der, von der sowieso oder von dem sowieso. Mhm. Aber wie gesagt, vor allem meine, meine Anfrage auf Facebook hat mir da einige Kontakte geliefert. Das, was ich jetzt hier habe, ist wirklich, ähm, das ist... Äh, das sind, das sind wirklich also nur ganz wenige Nachrichten, ähm, die ich da mal geschickt bekommen habe. Im Wesentlichen, wie gesagt, ist es Metakommunikation, also ähm, wo eher die kommunikativen Konstellationen beschrieben wurde, würden, wurden. Und auch gerade ähm, diese Beispiele, die ich jetzt hier bei den, bei den Doppelbotschaften ähm, gebracht habe, ähm, das sind natürlich jetzt äh, nicht kein direkten Zitat, auch wenn ich sie in Anführungszeichen gesetzt habe, sondern das sind letztendlich von mir wieder reformulierte ähm, indirekte Zitate, also ganz viel aus, hat sich aus dem persönlichen Gespräch ergeben und ich habe ja vorhin gesagt, ich weiß nicht, wie man hier systematisch, ich weiß nicht wirklich, wie man hier systematisch Material gewinnen kann und wenn mir da also jemand weiterhelfen kann, wenn da jemand irgendeine Idee hat, dann immer gerne. Marvin tippt gerade noch, wir haben ah, da ist eine Frage, Marvin schreibt oder fragt: Denkst du, dass man irgendwann eine stärker linguistikbasierte Diagnosemethode entwickeln kann? Ich hoffe es. Ich hoffe, ich, ich hoffe, ich hoffe es, weil es ist, es, ist, ähm, es ist das Einzige, was wir haben dafür. Also, wir, wir, wir haben, ich sage es jetzt mal ganz trivial: wir haben keine blauen Flecken, wir haben keine, wir haben keine Vergewaltigungsspuren, wir haben nur. In Anführungszeichen nur ähm, diese, dieses, dieses Sprachmaterial und die ähm, kommunikativen Konstellationen und Kontexte, in denen wir das beschreiben können. Und ähm, es ist ganz schwierig, äh, ja, da, da, es ist ganz schwierig, ähm, sowas festzustellen. Und viele Opfer wissen es, wissen jahrelang überhaupt nicht, dass sie betroffen sind davon. Und deshalb ist es wirklich meine Hoffnung, dass es. Ähm, ein linguistisch-kommunikationswissenschaftliches oder sagen wir mal angewandt linguistisches, um das vielleicht zu verbinden, ähm, ja, Methodeninventar gibt, um das, um das ähm, mh, wirklich ein bisschen transparenter zu machen. Ich glaube, da können wir als Linguistinnen wirklich einen wichtigen Beitrag leisten. Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass das funktioniert. ich habe ja, wie gesagt, ein paar Ansätze gezeigt, wie man das ähm, transparent machen kann. Aber das Problem ist halt, wie gesagt, es braucht immer ein sehr hohes meta-kommunikatives Niveau, ähm, um sowas festzustellen. Also man muss über die Kommunikation, über die Kommunikation, über die Kommunikation, über die Kommunikation reden, immer wieder, ähm, weil das Niveau, ähm, äh, auf, dem die, auf dem die Opfer häufig stagnieren, ist halt das, ähm, das Problem bin ich oder der, 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 das, das Problem liegt bei mir und halt nicht so hoch geht. Ähm, um, um, zu, um zu sagen, ja, die ganze Kommunikation ist narzisstisch. Und ähm, man müsste also praktisch diesen metakommunikativen Pfad ganz stark verfolgen. Und wie man das macht, ja, da bin ich am Überlegen und bin für jeden Tipp dankbar. Genau, der Kontext ist vor allem ganz, also es ist eine ganz, ganz stark pragmatische Sache. Danke auch für die Frage. Prima, ich sehe gerade niemand mehr tippen. Und danke auch für die das Hinweise an Marvin. Dann ich mal diesen Link hinein in den Chat. Über diesen Link könnt ihr Ronny Feedback hinterlassen. Dieses Feedback wird direkt an Ronny weitergeleitet. Also klickt gerne darauf, schreibt eure Gedanken zu dem Vortrag auf. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne dazu, stellt aber sicher, dass ihr noch eure Kontaktinformationen hinterlasst, damit Ronny sich gegebenenfalls zurückmelden kann zu dem Thema. Auf jeden Fall von meiner Seite vielen Dank, Ronny, für den. Den Vortrag. Ja, danke für das lange Durchhaltevermögen. Vielen Dank für deine Toleranz. Wir haben mit dich ja zweimal unterbrechen müssen, aber dafür hat es dann umso besser geklappt und alle konnten folgen. Super. Ja, vielen Dank, äh, liebes Publikum. Bitte gebt, gebt dem Ronny Feedback. Das landet dann auch tatsächlich bei ihm. Er kann das dann einsehen. Prima. Dann würde ich sagen, und spät, äh, habt alle einen angenehmen. Restabend und ich hoffe, dass ihr auch morgen wieder zu Sturz erscheint. Guten Abend, tschüss. <laughs> Vielen Dank dir nochmal, Ronny. Ja, danke, ciao, auch. Ciao. tschüss.